Die geriatrische Behandlung ist Teamarbeit und hat als Ziel Ihre Autonomie. Wenn Sie als Patient auf unsere geriatrische Station aufgenommen werden, steht zu Beginn ein Assessment an. Das bedeutet, dass alle vertretenen Berufsgruppen mit Ihnen gewisse Untersuchungen vornehmen, um festzustellen, wo Sie Ihre Probleme und Defizite haben. Die Behandlung sieht so aus, dass, wenn Sie bei uns aufgenommen sind, alle Therapiegruppen, alle Therapeutengruppen einmal eine Untersuchung mit Ihnen vornehmen. Das ist also zum Beispiel so, dass der Physiotherapeut schaut, wie Sie sich bewegen können, ob Sie Kraftdefizite haben. Der Ergotherapeut kommt und schaut, was Sie im Alltag für Kompetenzen haben, ob Sie vielleicht Probleme in der Feinmotorik haben oder sich halt im Bad nicht normal versorgen können. Die Logopäden werden kommen, um zu schauen, ob sie Schluck- oder Sprachprobleme haben. Ein weit verbreitetes Problem, was häufig nicht entdeckt wird, wenn man da nicht spezielle Untersuchungen dafür macht. Dann haben wir noch die Neuropsychologen oder Psychologen, die schauen nach Depressionen oder anderen Veränderungen, Gedächtnisproblemen. Und wenn wir das alles getan haben, werden wir uns einmal in der Woche mindestens zusammensetzen, um einen Plan für Sie auszuarbeiten und an den entsprechenden Stellen Übungen und Training zu machen. Dadurch gibt sich ein sehr spezieller, individueller Behandlungsplan für jeden einzelnen Patienten. Das Ziel einer geriatrischen Behandlung ist, Defizite aufzuarbeiten durch intensives, individualisiertes Training. Wir möchten, dass Sie wieder selbstbestimmt zu Hause leben können. Ihre Autonomie ist unser Ziel.